Moin moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video muss ich mal wieder was klarstellen, was in der letzten Zeit ein bisschen gefaked wurde im Internet. Und dazu habe ich euch ein bisschen was vorbereitet. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um gar nichts zu verpassen. Ansonsten an jeden Einzelnen, der jetzt gleich zur Schule muss und das Video hier morgen sieht, ich fühle mit dir, Bruder. Ich liege aber noch schön in meinem warmen Bett, frisch bezogen und schlafe noch. Ich weiß, ob es dich beruhigt, aber ich denke mal nicht. Ansonsten würde ich sagen, Leute, lasst ein Abo, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben und dann fangen wir auch schon direkt an nach 40 Sekunden mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ihr habt mein Video gesehen und dachtet euch, hä? Was? Neue Season, neue Map? Was geht denn da ab? Aber das Ganze, also da muss ich direkt mal sagen, ich nehme euch den Wind aus den Segeln. Ja, sagt man so, deutsches Sprichwort, ich verstehe es immer noch nicht. Nichtsdestotrotz, ihr habt das Video gesehen. Ich habe geschrieben, neuer Trailer Season 12 geleakt und es wurden ja einige Bilder aus dem eigentlichen Trailer, das sollte nämlich der eigentliche Trailer für die neue Season sein, wurden ja hochgeladen und als Real verkauft, sage ich mal. Und das Ganze haben wir uns natürlich angeguckt. Ich habe darüber ein Video gemacht, ich habe es euch gezeigt und viele von euch hat es auch interessiert. Ich habe mir natürlich nochmal die Kommentare und alles durchgelesen. Wie gesagt, viele von euch geben immer richtig viele Herzen und schreiben mal, ja, Creator Code muss sein, Jungs, ich liebe euch. Aber einige waren auch der Meinung, dass zum Beispiel der Klaus Gerstmeier schreibt, auf dem ersten Bild schauen die schockiert und alles ist lila pink, dann ist auf dem zweiten Bild Steamy Stacks total vernebelt und dem lila Zeug. Zufall? Fragezeichen. Nein, es ist kein Zufall, denn das Ganze ist ein Fake. Der Typ, der das hier eigentlich erstellt hat, hat sich dazu geäußert, hat sogar ein Video auf Twitter geteilt und sehr, sehr viele Leaker darauf markiert. Er hat das Ganze aus Spaß auf 4chan gepostet. Er hat das Bild auch nochmal nachgemacht, also um zu bezeugen, dass er das wirklich selber war und dass es Fake ist. Finde ich sehr interessant, nichtsdestotrotz hat er sich dafür Mühe gegeben und es sah wirklich real aus für mich. Muss ich wirklich sagen, es sah real aus, aber Leute, es gibt noch keinen offiziellen Trailer. Es wurden aber einige Sachen geleakt, die in der nächsten Season neu sind oder gelöscht wurden oder sonstige Sachen. Darüber werde ich definitiv auch nochmal berichten, denn das sind die ersten offiziellen Sachen, die wir für die nächste Season wissen. Leute, wie gesagt, ist ein kurzes, knackiges Video. Ich wollte euch nur nochmal aufklären, dass das Ganze doch ein Fake war und nicht real. Also der offizielle Trailer ist noch nicht draußen. Er wurde noch nicht geleakt und wir haben auch keine Inhalte aus dem Trailer gesehen. Nichtsdestotrotz, Leute, entschuldige ich mich dafür, dass ich diese Info verbreitet habe. Aber ihr wisst es ja, ich verbreite jede Info. Und wenn sie dann, also eigentlich stimmt sie zu 99,9%. Bei dem Video hat sie auch gesagt, ey, man weiß nicht, ob es offiziell ist. Deswegen würde ich sagen, es war, ja, okay. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ansonsten lasst gerne ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und den Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.